Hi und willkommen zu einem neuen Video und zwar heute einem ganz besonderen. Ihr habt schon in den anderen Videos gesehen oder gehört oder gelesen oder mitgekriegt, dass ich ein bisschen im Fandom verfallen bin und zwar dem Büchern-Fandom. Nicht nur der Serie, wenn ich ehrlich bin, sondern auch den Büchern mittlerweile und deswegen gibt es überhaupt dieses Video heute, weil ich vergleiche Band 2 der Buchreihe mit der zweiten Staffel der Serie. Ich finde immer, es ist super, super unfair, Bücher mit eigentlich Filmen zu vergleichen und jeder hat meistens seine eigenen Ansätze, aber dennoch konnte ich es mir nicht nehmen lassen, dieses Buch und diese Serie zu vergleichen. Und ich möchte eigentlich auch, sollte ich im nächsten und übernächsten Jahr und überübernächsten Jahr, hoffen wir einfach, dass die Serienmacher schneller mit den neuen Staffeln rauskommen, Videos machen würde ich gerne diese Reihe auch fortführen, aber jetzt fangen wir erstmal an und vergleichen Band 2 mit Staffel 2. Bevor ich überhaupt irgendwas anfange zu sagen, dieses Video enthält Spoiler. Das heißt, wer noch das Buch lesen möchte oder die Serie sehen möchte, beides noch nicht getan hat, sollte sich erstmal vielleicht von diesem Video verabschieden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder da seid, aber erstmal, es wird natürlich Spoiler geben. Ich kann es nicht vergleichen ohne Spoiler. Und demnach, lasst uns loslegen, aber halt mit Spoilern. Im zweiten Teil geht es, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, um den Bridgerton ältesten Bruder. Das war ganz komisch gesagt. Um den ältesten Bridgerton Bruder, Anthony. Auf jeden Fall, nachdem die erste Staffel bzw. Band 1 um Daphne ging, geht es jetzt um Anthony, der sich eine Braut erwähnen soll. Und sowohl in der Serie als auch im Buch entschließt er sich Edwina. Gleich kommt das Erste, was der Unterschied ist. Charmer in der Serie, Sheffield, im Buch zu heiraten. Allerdings hat er Gefühle für die Schwester und here we go, enemies to lovers. Wir haben es geliebt. Ich habe es persönlich geliebt, sowohl im Buch als auch in der Serie, auch wenn ich jetzt gleich sagen muss, das hier hat mir ein bisschen mehr gefallen. Ich sage euch aber auch gleich, wieso, weshalb, warum. Fangen wir aber mit dem ersten Unterschied an, den ich gerade schon genannt habe, dass Kate eigentlich, beziehungsweise Kate und Edwina und Mary im Buch Sheffield heißen und in der Serie Charmer. Hier geht für mich eindeutig ein Punkt an die Serie, weil einfach die Repräsentation in der Serie sehr, sehr gut ist. Und ich finde, es ist überhaupt nicht störend oder irgendwas, dass es vielleicht nicht historisch korrekt ist. Aber in den Büchern ist es halt noch so, demnach sind die Sheffields, wie sie hier heißen, eine alte englische Familie, die zwar auch dadurch, dass Mary einen nicht so wohlhabenden Mann geheiratet hat, obwohl ihre Eltern sich was anderes gewünscht haben, ja, nicht so gern angesehen, aber jetzt auch nicht irgendwie verstoßen, war nicht auf einem anderen Kontinent. Aber ich muss sagen, mir hat das in der Serie viel, viel mehr gefallen. Und auch, dass sie den Namen Charmer geändert haben, ist für mich eine Änderung, die ich durchaus passend und gut finde und mich auch überhaupt nicht gestört hat. Aber es ist natürlich ein Unterschied zwischen Buch und Serie. Während wir jetzt gerade mit den harmloseren Sachen angefangen haben, kommt jetzt ein Fact, der mich wahnsinnig, wahnsinnig gestört hat in der Serie, aber tatsächlich im Buch viel besser umgesetzt war, meiner Meinung nach, aber ein Bestandteil der ganzen Staffel war, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, um es länger zu ziehen, aber Edwina hat im Buch nie Anthony geliebt oder verehrt oder war verliebt in ihn, je nachdem, wie man es in der Serie interpretieren möchte, weil ich bin ehrlich, ich glaube auch in der Serie nicht 100%, dass sie ihn geliebt hat, aber sie hat ja gesagt, oh, ich bin verliebt in ihn und vielleicht hatte sie auch das Gefühl, dass sie das ist, aber so war es halt nicht wirklich, beziehungsweise so war es halt nicht wirklich im Buch. Hier war es eher so, dass Edwina sich schon Anthony sympathisch fand und ja, ihm näher kam, aber dass da eigentlich schon von vornherein allen irgendwie klar war, dass da die Chemie zu Kate irgendwie höher war. So sagt dann auch Edwina zum Beispiel zu Kate später, oh endlich, jeder hat irgendwie gesehen, dass ihr einander verliebt seid. Und es gab keinen Herzschmerz demnach, was Edwina anging, weil in der Serie wurde ihr ja schon irgendwie ein bisschen das Herz gebrochen, sie hat sich verraten gefühlt und so war es im Buch überhaupt nicht. Und ich muss sagen, das fand ich viel, viel toller, weil es halt harmonischer war und dadurch halt irgendwie so ein bisschen, ja, liebevoller. Und ich mochte auch das Drama darum nicht. Ich finde, in der Serie hat es jetzt gepasst. Ich meine, man musste die Serie auch irgendwie länger machen und wir kommen auch gleich zum Fact, warum sie es wahrscheinlich gemacht haben. Und ja, aber auf jeden Fall hat mich das im Buch total gefreut und in der Serie so ein bisschen, also auch nicht verärgert, das ist das falsche Wort, aber ich war so ein bisschen, ach nö, bitte, jetzt tut es doch Edwina nicht an. Aber ja, ich finde es sehr süß und im Buch hatte dann auch Edwina sozusagen, hat sich befreit gefühlt dadurch, dass Kate dann Anthony geheiratet hat, weil dadurch war sie nicht mehr sozusagen an der Stelle
der Person, die jemand reichen, tollen heiraten musste, um die Familie sozusagen aus dem Ruin zu holen, um die Mutter zu versorgen, sondern tatsächlich einfach ja, happy darüber, dass sie dann jeden heiraten konnte, den sie sozusagen wollte. Jetzt auch da, weshalb sie es wahrscheinlich gemacht haben, also was ich aus, wieso ich davon ausgehe, dass sie das geändert haben, ist einerseits, weil Kate und Anthony im Buch super, super früh, in Anführungszeichen, ich glaube nach der Hälfte des Buches bereits heiraten, heißt also, wir hätten also wieder in der Serie diese Situation gehabt, die wir in Staffel 1 haben, wir hätten wieder ein bisschen was von den Hochzeitssachen und von den Dingen, die nach der Hochzeit passieren, gesehen. Und ich denke, dass die Serienmacher einfach nicht nochmal sowas wie Staffel 1 wiederholen sollten, weil Kate und Anthony heiraten im Buch tatsächlich aus Zwang, nicht aus Liebe, also sie lieben sich trotzdem, aber dieser Bienenstich, der auch in der Serie vorkam, war im Buch ein bisschen anders. Und zwar wurde Kate von der Biene gestochen, Anthony ist komplett ausgeflippt, also wirklich komplett, das war in der Serie gar nichts dagegen. Und hat er angefangen, an ihrer Brust rumzusaugen. Ja, war auf jeden Fall eine sehr lustige Szene. Dabei wurden die natürlich von ganz vielen erwischt und mussten demnach heiraten. That's it. Und das ist ja so ein bisschen das, was es auch schon in Staffel 1 mit Simon und Daphne, ich will mal Daphne sagen, ich weiß nicht mal warum, Daphne gab, und demnach haben sie es wahrscheinlich gesagt, okay, wir machen es jetzt anders, wir wollen nicht nochmal die gleiche Staffel nochmal machen. Und ich fand es auch echt gut, dass sie es gemacht haben, obwohl ich echt sagen muss, ich hätte schon gern Anthony da komplett ausflippen sehen und dann an Kates Brust da irgendwie rumsaugen, um diesen Bienenstachel rauszukriegen, weil er da komplett irgendwie, ja, ausrastet bei. Aber ja, auf jeden Fall sehr entertaining und ja, ich habe es im Buch ein bisschen geliebt. Und demnach waren sie halt ab der Hälfte auch verheiratet, was wir in der Serie gar nicht gesehen haben, beziehungsweise nur ganz kurz am Ende nach einem Jahr, wo sie dann nochmal die Schläger halt danach gegriffen haben. Und ja, so, das war auf jeden Fall ein großer Unterschied, der mich ein bisschen traurig gemacht hat. Und noch ein großer Unterschied, der im Buch auch eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, ist der Tod von Kates Mutter, also leiblicher Mutter. Mary ist ja nur die angeheiratete Stiefmutter von ihrem Vater, der auch bereits verstorben ist. Und wie die umkam und vor allem, dass Kate davon auch ein Trauma mitgezogen hat, denn sie hat wahnsinnig, wahnsinnig Angst vor Regen und Gewitter, also gerade Gewitter. Und da gibt es so schöne Szenen, die sie wirklich hätten so gerne in der Staffel übernehmen können. Und falls ihr das noch nicht gelesen habt und euch jetzt spoilern lässt, ich kann es euch immer noch empfehlen, lest es allein für diese Gewitterszenen. Die sind so herzerreißend und schön und das ist auch nicht irgendwie, ich mag es manchmal nicht, wenn sie denn traumatische Situationen ausnutzen und es gleich dann irgendwie in Sexszenen umändern, aber hier war es echt super, super liebevoll und er ist dann zum Beispiel, sie saß einmal unterm Tisch und am Schreibtisch und hatte so Angst vorm Gewitter und er hat sie dann dabei gefunden und ist dann zu ihr gekraucht und es war einfach super, super süß beschrieben und ihr merkt schon, ich mag es super, super gern. Ich sage ganz oft das gleiche Wort nochmal, das ist ein gutes Anzeichen fürs Buch. Ja, und das wurde ja leider komplett weggelassen, generell Kates Backstory, wie sie dann halt auch diese, wie es denn so entstanden ist, dass sie Angst vorm Gewitter hatte, das kommt halt alles vom Tod ihrer Mutter und das fand ich eigentlich ganz cool geregelt und auch, dass es so noch was anderes gab und dadurch hatte Kate auch noch mal ein bisschen Background-Story und ja, es hat mir ganz gut gefallen. So, war es halt jetzt in der Serie nicht, war trotzdem sehr, sehr gut gemacht, aber ja, das waren so wesentliche Unterschiede, die mich wirklich genervt haben, sonst gab es nur so ein paar kleine, sie haben es echt gut gemacht, ich finde es auch, sie haben es super, super gut besetzt, also ja, was noch eine kleine Änderung ist, was mir gerade auffällt, weil ich habe mir keine Notizen gemacht, also wenn euch auch Änderungen noch auffallen zwischen Buch und Serie, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Gerne immer mit einem Spoiler versehen, falls jemand aufs Video klickt und dann denkt, oh je, jetzt wollte ich mich eigentlich doch gar nicht spoilern, wäre das super, super cool. Ich muss aufhören, immer wieder das gleiche Wort zu wiederholen. Noch eine Änderung ist auf jeden Fall Kates Alter, was ich im Buch immer wieder so krass finde, ist, dass Kate im Buch ist sie 21 und damit eine alte Jungfer. Und in der Serie haben sie ihr Alter ja hochgesetzt auf 26, was ich auch echt cool finde, weil sonst hörst du es mit 21 und denkst, also schon mit 26 bist du keine alte Jungfer. Oh mein Gott, ich bin bald 26 und ich fühle mich nicht wie eine alte Jungfer. Und demnach ja, finde ich das aber toll, dass sie das Alter hochgesetzt haben, generell von den Characters ein bisschen. Und ja, was ich auch noch sagen kann, was wahrscheinlich viele interessiert, ist ein Charakter, der im Buch gar nicht vorkam, aber für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und zwar nicht zu den Hauptcast sozusagen gerade hier gehört in dem Teil, aber Eloise Love Interest irgendwie, wie man ihn auch betrachten möchte. Theo Sharp heißt er, glaube ich.
kommt in dem Buch gar nicht vor, wird nicht erwähnt. Eloise generell wird nicht so erwähnt. Generell die anderen Charaktere haben hier halt zwar auch so ein bisschen Wirkung mitzusprechen und kommen mal so vor, aber sie sind nicht so intensiv da wie in der Serie. So lernen wir zum Beispiel auch Benedikt und seine ja, akademische Laufbahn da an der Kunstuniversität gar nicht wirklich kennen. Es wird, wenn denn, so im Nebensätzen erwähnt, aber ja, auch die Laufbahn wird eigentlich gar nicht erwähnt, aber ihr wisst, was ich meine. Die Geschwister und alle Side-Character werden gar nicht so ausgeführt und auch Mrs. Featherington und alles, das kriegt man gar nicht so mit. Also, ja, auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr gutes Buch. Ich mag tatsächlich mehr in der Serie, dass sie diesen Side-Character ein bisschen mehr ausbauen und ausleben. Sonst wäre es ja auch langweilig, wenn sie sich wirklich immer nur auf straight zwei Personen fokussieren. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Staffeln werden. Vor allem, weil ja auch die Reihenfolgen getauscht werden. Ich möchte auch unbedingt noch ein Theorienvideo machen. Ich bin jetzt gerade aktueller Stand bei Eloise Band, also Band 5 müsste das sein. Und würde bis dahin auch gerne, wie gesagt, nochmal Theorien raushauen. Das sollte denn, nein, ich glaube, da ist es, genau, hier oben einmal in der Ecke sein. Und da könnt ihr dann raufklicken und euch mal selbst die Theorien angucken, sobald es online ist. Ich glaube nämlich, das Video hier kommt vorher online. Aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch beide Videos anguckt, wenn ihr auch dem Bridgerton-Fandom verfallen seid. Ich hoffe auch so sehr, dass es da mal irgendwie hier von Netflix Deutschland oder auch auf der Buchmesse, würde ich mich so freuen, wenn es da mal so ein Bridgerton-Ball geben würde. Fände ich sehr, sehr cool. Also HarperCollins, falls ihr zuguckt, yay, Bridgerton-Ball, wie wär's? Nein, aber ich liebe es wirklich sehr und ich kann es euch echt nur empfehlen. Die Bücher sind auch echt toll und jetzt habe ich genug geschwärmt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was rausziehen. Wie gesagt, wenn ihr auch noch andere Unterschiede habt, die ihr gerade nennen wollt, weil ich bin der Meinung, ich habe irgendwas vergessen, was eigentlich noch relativ wichtig war. Aber nennt es einfach gerne in den Kommentaren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns darüber austauschen können, weil ich bin wirklich da ein bisschen dem Fandom verfallen. Und ja, lasst auch gerne ein Like da, einen Kommentar. Ich freue mich über alles und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also tschüss.